Der dritte und vorletzte Lauf zur Dunlop Drift Challenge Austria wurde im Land Salzburg in Saalfelden ausgetragen. Die Strecke war diesmal für alle Teilnehmer neu und mit dem ehemaligen Rallycross-Europameister Herbert Grünsteidl gab es auch einen neuen Teilnehmer, dessen Einstand sich sehen lassen konnte. Den nachfolgenden Beitrag widmet Ihnen Dunlop Reifen und Dots Wheels. Erstmalig am Start bei einem Drift-Staatsmeisterschaftslauf mit seinem historischen BMW 2002 Ti Baujahr 1970 ist der 64-jährige Herbert Grünsteidl der Rallycross-Europameister von 1977 aus Niederösterreich. Macht tierisch Spaß natürlich, weil ich meine, das Driften und Querfahren war immer schon mein Leben. Und da kann man natürlich den ganzen Tag, ganzen Freitag und ganzen Samstag immer wieder zwischendurch so richtig schön querfahren. Und das ist es, was ich wirklich liebe. Das sieht man auch und Herbert Grünsteidl fährt gleich im ersten von drei zu fahrenden Läufen ordentlich Punkte ein und liegt zwischenzeitlich als bester Neuling sogar auf dem 7. Gesamtrang der Tageswertung von insgesamt 50 Teilnehmern. Ja, wenn man bedenkt, dass das Auto und ich zusammen 103 Jahre alt sind, ist das schon, denke ich, eine gute Leistung, weil wenn ich die Jungs anschaue, da viel jünger als ich, trainieren wie die Berserker, bauen sich die Autos so hin, dass sie fürs Driften geeignet sind. Mein Auto, das ist ja ein altes Rallye-Auto. Also bin ich mehr als zufrieden mit mir selber. Die Leistung ist umso bemerkenswerter, da die neue rund 1 Kilometer lange bewässerte Driftrunde besonders anspruchsvoll ist. Wir sind mit der österreichischen Driftstaatsmeisterschaft erstmals zu Gast hier in Salzburg im ÖMTC Fahrtechnikzentrum in Saalfelden am Brandlhof. Und die Strecke ist für die Fahrer eine absolute Herausforderung. Nicht nur, dass sie bis jetzt noch nie gefahren wurde, sondern es gibt verschiedene schwierige Passagen mit unterschiedlichen Asphaltbelägen und sogar eine Bergauf- und Bergabpassage. Diese bewältigt der deutsche Markus Miliza im BMW M3 sehr gut. Seine Punkte von der Fachjury reichen heute für Platz 3 in der Kategorie Renntourenwagen, was auch den dritten Rang in der Tageswertung bedeutet. Ja, also haben wir auf die ganz unterschiedlichen Gripverhältnisse gut einstellen müssen. Das waren viele Punkte sehr schwierig. Mir ist aber immer besser gelungen und heute ist mir eigentlich besonders die Bonuszone und der Umsetzer in die Rechtskurve ist mir besonders gut gelungen. Noch besser gelungen ist es aber den beiden BMW-Piloten und derzeitigen Ex-Equo-Führenden in der Staatsmeisterschaft in der Kategorie Renntourenwagen, Georg Kommandella aus Niederösterreich und Alois Pamper aus der Steiermark, der den Tagessieg nur um einen halben Punkt verpasst. Ja gut, in erster Linie bin ich mal sehr zufrieden mit mir. Ich habe heute 3 ausgeglichene Läufe gemacht. Sehr, sehr wenig Fehler, bin sehr entspannt zur Sache gegangen. Und der Kommandella war halt wieder mal um Ecken besser, hat vielleicht ein bisschen mehr Speed gehabt und auch Gratulation an ihm. Also top und bin sehr zufrieden, super. Mehr als zufrieden darf natürlich Georg Kommandella sein. Mit hauchdünnem Vorsprung driftete er fehlerlos bereits zum zweiten Tagessieg. Er führt nun vor dem letzten Lauf auch in der österreichischen Meisterschaft in der Kategorie Renntourenwagen, jedoch nur 3 Punkte vor Pamper, wodurch beim Finale der Titelkampf offen bleibt. Aber da los von meiner Seite aus. Es war sehr schwierige Strecken zum Fahren, aber man musste da ein wenig anpassen und hat genau passt. Der langjährige Dominator und Driftprofi Luca Marco Groselli aus Slowenien lässt diesmal sein gewohntes Rennauto daheim und driftet heute mit seinem privaten Straßen-BMW M3 Kombi auf den ausgezeichneten 4. Gesamtrang. Hannes Danzinger, der derzeit Führende nach 2 Läufen in der Staatsmeisterschaft in der Kategorie Serienfahrzeuge, hat heute in den ersten beiden Läufen zunächst Probleme. Ja, dadurch, dass die Strecke ziemlich kompliziert und schwierig war, habe ich im ersten Lauf wieder einen Sicherheitslauf gemacht. Das waren halt relativ wenig Punkte, aber okay. Weil man dachte, im zweiten Lauf gebe ich ein bisschen mehr Gas und probiere ein bisschen was. Das ist dann in die Hosen gegangen. Darum habe ich gleich mal mit sehr wenig Punkten überhaupt nichts zusammengebracht. Und dann war nur mehr der dritte Lauf und da bin ich wieder mit gewohnter Leistung auf 47 Punkte gefahren und das hat wieder für einen Seriensieg gereicht. Bester Rookie wird der Niederösterreicher Klaus Häusler mit seinem Toyota Corolla auf Platz 7. Er fährt heuer seine erste Saison und konnte sich seit dem ersten Lauf in Kärnten ständig steigern. Der 4. und letzte Lauf der erstmalig ausgetragenen österreichischen Drift-Challenge-Staatsmeisterschaft fand im ÖAMTC Fahrtechnikzentrum in Melk statt. 2 ebenbürtige Fahrer aus Niederösterreich und der Steiermark machten das Finale besonders spannend. Sie kämpften nicht nur um den Tagessieg, sondern auch um den Staatsmeistertitel.
Beim großen Finale zur Dunlop Drift Challenge Austria 2009 am Wachau-Ring treten rund 70 Fahrer mit Boliden von 11 verschiedenen Marken im Kampf um die letzten Staatsmeisterschaftspunkte der Saison im Querfahren gegeneinander an. Mehr als 3000 Fans erleben bei strahlendem Sonnenschein ein vom ÖAMTC gut organisiertes und spektakuläres Driftfest. Wir haben vor 5 Jahren mit einer Einzelveranstaltung hier am Wachau-Ring begonnen. Die Dunlop Drift Challenge hat sich mittlerweile sehr positiv entwickelt, ist bei Fahrern und Publikum sehr beliebt und wir küren heuer erstmals Staatsmeister im Driften. Diese werden in der Kategorie Serienfahrzeuge und in der Kategorie Rennfahrzeuge ermittelt. Vorerst aber geht es einmal um den Tagessieg, wobei dieser wie immer durch Punktebewertung einer Fachjury ermittelt wird. Gefahren wird auf einem 1 Kilometer langen bewässerten Rundkurs in 3 Wertungsläufen, wobei nur die höchste Wertung zählt. In der Kategorie Renntourenwagen ist heute von Beginn an klar, dass der Zweikampf zwischen dem Gesamtzwischenführenden in der Staatsmeisterschaft Georg Comandella und dem knapp dahinterliegenden Alois Pampa aus der Steiermark das Wochenende dominieren wird. Beide BMW M3-Piloten können durch einen Tagessieg den Titel holen. Nach dem zweiten Lauf liegt Lokalmatador Comandella aus Ips mit 76 Punkten an der Spitze. Nur 2,5 Punkte auf Platz 2 von 43 Startern in der Rennkategorie klassiert sich Pampa. Dieser setzt aber im dritten und letzten Lauf alles auf eine Karte. Er erwischt einen Traumlauf und erzielt mit 76,5 Punkten Tageshöchstwertung, wodurch er sich vor Comandella nicht nur den Tagessieg, sondern auch den Staatsmeistertitel in der Rennklasse holt. Ich bin überwältigt. Ich glaube mal, von der vielen Unterstützung von meinen Fans ist es mir einfach gelungen. Die Nerven haben gehalten, der letzte Lauf ist aufgegangen. Also unglaublich. Auch danke an die Sponsoren. Echt ein Hit, super. Mit gleicher Gesamtpunkteanzahl wie Meister Pampa holt sich Georg Comandella den Vizemeistertitel vor dem deutschen Markus Militzer. Ja, mit meiner Leistung war ich sehr zufrieden, bis am letzten Lauf halt. Den habe ich selber verhaut und durch das bin ich halt Vizestaatsmeister geworden. Aber natürlich, es ist eine sehr super Leistung. Es war immer knapp. Der Alois ist natürlich ein Top-Fahrer. Also durch das kann man sich nicht blamieren. Also hat passt. In der Kategorie Serientourenwagen ist Rallye-Profi Hannes Danzinger mit seinem BMW M3 vom Dodge Drift Team vor dem letzten Lauf durch seine 3 Einzelsiege der Gesamtsieg kaum noch zu nehmen. Souverän meistert er auch am heutigen Tag alle 3 Durchgänge auf höchstem Niveau, wodurch er sich nicht nur den 3. Tagesrang holt, sondern auch überlegen den Drift-Staatsmeistertitel in der Kategorie bei den Serientourenwagen. Ja, perfekt, da kann es eigentlich nicht laufen. Erster Lauf heute hat schon eigentlich ganz gut gepasst und ich habe mich dann nur immer einen halben Punkt steigern können. Und dass der 3. Gesamtrang rausschaut, freut mich natürlich. Und dass der Staatsmeistertitel da ist, habe ich eigentlich insgeheim erwartet. Den Vizemeistertitel bei den Seriendriftern erringt Thomas Graf vor dem Deutschen Oliver Scheurich. Alle ebenfalls auf BMW. Bester Nicht-BMW-Pilot am heutigen Renntag wird auf seinem Nissan Dominik Geier, der sich gerade noch unter die Top 10 platzieren kann. Die Veranstalter vom ÖMTC sind mit dem Gesamtablauf der erstmals durchgeführten Drift-Staatsmeisterschaft zufrieden und blicken bereits in die Zukunft. Ich glaube, das war eine gelungene Veranstaltung heute und überhaupt die ganze Serie. Die Fahrer sind, glaube ich, ganz zufrieden. Wir haben relativ viele Zuschauer gehabt. Also für die Auftakt-Staatsmeisterschaft darf man eigentlich zufrieden sein. Diesen Beitrag widmete Ihnen Dunlop Reifen und Dodge Wheels. Das war's auch schon wieder für heute bei MotorTV. In unserer nächsten Sendung berichten wir über den Histo Cup vom Rennen am Pannonia-Ring und wir zeigen Ihnen einen Fahrbericht vom neuen Seat Exeo ST, der Kombi-Variante des neuen Seat-Modells. Danke fürs Zusehen und auf Wiedersehen.